So. Geht's da raus? Also hier ist es merklich kühler. Wo sind wir eigentlich? Wir sind in einem Höhlensystem gelandet. Aber warte, dort ist ein Fenster. Wow, mein Krake. In Natur sieht er noch beeindruckender aus. Statt von Natur sollten wir von Technik sprechen. Aber ich pflichte dir bei. Es muss auf dieser Ebene einen Weg geben, der uns noch näher heranführt. Ich nehme mal die Taschenlampe mit. Meinst du wirklich, dass uns Miss... Ja gut, dann nicht. Hier geht es weiter, Peter. Wollen wir los? Das ist mir nicht geheuer, Just. Da verirren wir uns nur. Na schön, Angsthase. Dann machen wir das so. Ich gehe voran, markiere den Weg und melde mich über Walkie-Talkie, wenn ich die Basis erreicht habe. Dann folgst du meinen Zeichen. Nur gut, dass ich unsere Funksprechgeräte in meinen MG gepackt habe. Handys nützen hier unten nichts. Ich nehme mir die Stirnlampe, ein Walkie-Talkie und das Kreidestück. Ich melde mich, wenn du nachkommen kannst. Jetzt, wo ich allein bin, finde ich die Idee von Justus total bescheuert. Hoffentlich stößt Justus nicht zu. Meinst du wirklich, dass uns Miss Bench... Peter? Kannst du mich hören? Wie sieht es aus? Hast du es geschafft? Over. Folge den weißen Fragezeichen. Sie führen dich direkt zu mir in die Basis. Over. Alles klar, Erster. Ich folge. Over and out. Och, hoffentlich geht das gut. Tipp auf nein. Welche Richtung soll ich einschlagen? Hey, hier ist kein Fragezeichen. Das ist jetzt das Zeichen für da lang oder da lang? Verstehe hier gar nichts. Ich hier nix. Das könnte theoretisch, weil der Stein hier ist, für da lang heißen oder für da lang heißen.
Geht doch. Hallo, Peter. Schön, dass du es einrichten konntest. Warum flüstern wir? Ich will vermeiden, dass Fiddler uns hört. Wir müssen einen Weg finden, seine Pläne zu durchkreuzen. Meinst du wirklich, dass uns Miss... Die Zeit drängt. Wir müssen hinein und Fiddler davon abhalten, eine Dummheit zu begehen. Meinst du wirklich, dass uns mit... Sieh mal, Just. Hier gibt es Strom. Strom. Ja, aber ich kann nichts machen. Ah, ich kann das Pad da anschließen. Das Tablet lädt noch. Sehen wir uns so lange die Wandtafel genauer an. Eine Verabredung zu einem Essen mit Fiddler. Einkauf, Ventile, Lampen etc. Memo zur Quecksilberproblematik. Konstruktionspläne durchgegangen. Und wenn ich ihn rufe? Bloß nichts weiter. Wenn wir ihn überrumpeln wollen, wäre es sträflich, seinen Blick auf uns zu lenken. Was ist das denn da? Tablet lädt noch. Sehen wir uns so lange die Wandtafel genauer an. Sollen wir denn hier noch gucken? Eine Verabredung zu einem Essen. Konstruktionspläne durchgegangen. Konzeptmeeting. Meeting. Werbeetat. Einkauf. Ventile, Lampen etc. Memo zur Quecksilberproblematik. Arbeiten am Kraken außen. Das ist die Gelegenheit. Hinein mit uns. Showtime, ihr Schnüffler. Als erstes mal her mit Noras Tablet. Ihr seht, ich weiß Bescheid. An eurer Stelle würde ich jetzt abhauen. Hier werden gleich alle Schotten dicht gemacht. Wenn ihr nicht eingesperrt werden wollt, solltet ihr machen, dass ihr rauskommt. Lockdown-Phase eingeleitet. So ein Mist. Der Kerl geht uns durch die Lappen. Wir müssen hier schleunigst raus, sonst werden wir eingesperrt. Dann nichts wie raus. Rasch zurück zum Atelier. Ach so, ja, locker kommen zurück, weil wir ja auch Pfeile gemacht haben. Wie versagt der Strom? Ja, super. Nichts funktioniert mehr. Wir stecken hier fest. Rasch zurück. Geschafft. Hier kann uns der Lockdown nichts mehr anhaben. Was ist mit dem Kraken? Und Rocky Beach? Ha! Handyempfang! Ach, endlich erreiche ich euch.
Habt ihr Fiddler aufhalten können? Leider nein. Wir sind nur knapp einer Falle entkommen. Fiddler ist auf dem Weg zum Strandfest. Was? Ach, verflixt. Ich konnte weder Benjamin noch Cotta davon überzeugen, das Strandfest abzublasen. Kommt einfach zurück. Vielleicht können wir die Katastrophe noch abwenden. Natürlich. Justus und Peter haben es eilig. Die beiden Detektive lösen schnell das Seil und schon fahren sie die kurvenreiche Straße vorsichtig wieder hinunter. Doch hinter einer Biegung wartet eine böse Überraschung auf sie. Die mutige Aeronauten. Kaum haben die Jungs ein paar Kurven hinter sich gelassen, als Peter unvermittelt auf die Bremse tritt. Mitten auf dem Weg liegt ein Fellbündel und rührt sich nicht. Kein Anblick, den Justus und Peter ertragen können. Ach, das arme Tier. Es ist doch nicht... Haben wir es auf dem Hinweg... Ein Hund! Ich kann keine Spuren eines Unfalls entdecken. Der Körper ist warm. Er atmet. Sonderbarer Ort für ein Schläfchen. Na, was hat denn der Kleine? Na bitte, er wacht auf. Auf mich wirkt der Bursche eher so, als habe er sich totgestellt. Kommt er dir nicht auch bekannt vor? So ein Lieber. Was machst du denn hier? Wie der Herr, so das Geschirr. Der Punkt geht an mich, Polypenpusher. Oh nein, bitte nicht der. Skinny Norris. Wie ihr seht, gehorcht mir der Köter aufs Wort. Nehmt euch daran ein Beispiel. Ab in die Hütte, sonst könnt ihr euch vom Zündschlüssel verabschieden. Untersteh dich, Skinny. Besser wir tun, was er sagt, Peter. Wenn er uns bis hierher gefolgt ist und das Leben eines Hundes aufs Spiel setzt, ist es ihm ernst. So ist's brav. Was sollen wir hier? Skinny hat uns eingeschlossen. Ah, eure Handys. Was haben wir denn da? Eine SMS von Kelly. Sie wartet so sehnsüchtig. Das kannst du knicken, Peter Maus. Wenn du sie versetzt, wird sie dich abschießen. Garantiert. Lass dich nicht provozieren, Zweiter. Noch ist nicht aller Tage Abend. Das erinnert mich minimal an die Orgel von Mr. Terrell damals. Stumm wie Brot. Stumm wie... Stumm wie Brot. Ah, Steine sammeln. Bewohner oder Mitgefangener? Das ist hier die Frage. Wieso muss ich denn immer hier so viel sammeln? Der Arm rührt sich nicht von der Stelle. Draußen scheint die Sonne und wir verkümmern in diesem Loch. Das bedeutet wohl das Aus für Fiddler. Hm.
Und? Wie ist die Lage da draußen? Das ist doch albern. Lass uns raus, Skinny. Nö. Das ist doch albern. Nö. Kann ich das öffnen? Dieser Fiddler war entschieden unordentlicher als Bob. Einspruch. Bobs Aktenführung ist immer top. Interessant. In dem Heft stehen Notizen zu einem Filmprojekt, an dem Fiddler in dieser Hütte gearbeitet hat. Oh, gespenstisch. Als würde auf einmal Fiddlers Geist neben uns schweben. Vortrefflicher Vergleich, Peter. Auch wenn ich eher von Fiddlers früherem Ich anstatt von paranormalen Erscheinungen reden würde. Das Projekt Aeronauten? Warum ist es gescheitert? Die Lage meiner Hütte schien ideal, um einen dampfbetriebenen Flugapparat zu bauen. Er sollte wirklich funktionieren, nicht bloß am Computer. Dieser Dämlack von Produzenten nannte mich wegen der Tür einen Hobbit. Ich mag's halt manchmal rund. Na und? Ich wollte, dass die Durchgangstür aussieht wie mein alter Fotoapparat. Heute haben die Kinder keine Vorstellung davon, dass man Schnappschüsse erst entwickeln musste. Ich wollte, dass die Durchgangstür bei meinem Projekt war Geheimhaltung, oberstes Gebot. Niemandem fiel auf, dass das nicht der einzige Raum war. Weder dem Postboten, noch dem Zeitungsjungen, noch dem Milchmann. Mein Aerophon. Unterhaltsam und praktisch. Die Klänge zur Titelmelodie von Aeronauten. Es hat nicht sollen sein. Ich kann das Aerophon nicht mehr sehen. Wenn ich die Hütte aufgebe, zerlege ich die Pfeifen in ihre Einzelteile. Bevor sich noch Dummköpfe Zugang zur Klippe verschaffen. Fidelio trieb sich gern draußen herum. Ich hatte für ihn extra eine Katzenklappe eingebaut. So störten wir einander nicht. Fidelio liebte das Katz-und-Maus-Spiel, so hielt er mir die kleinen Biester vom Leib. Als der Regisseur das erste Mal hier aufkreuzte, staunte er nicht schlecht über mein System. Mein Hexenkessel. Er ist in einem stabilen Karton geliefert worden. Ich habe ihn der Ordnung halber deponiert und gekennzeichnet. Während des Projekts habe ich immer nur Cornflakes gegessen. Fand ich schon als Kind spannend. In den Packungen waren immer Gimmicks drin. Ach ja, Mr. Caruso. Sein Tonfall verriet die Pfiffigkeit eines Hausmeisters, der Leuten hilft, die sich ausgesperrt haben. Mein Mitbewohner war die meiste Zeit still. Doch wenn er sprach, war er nicht ein, sondern zehnsilbig. Für mich aufschlussreich genug. Tatsächlich. Eine Katzenklappe. Da ist noch ein Stein. Tatsächlich. Eine runde Tür. Leider verschlossen.
Ich wollte, dass die Durchgangstür aussieht wie mein alter Freund. Ich wollte, dass die Fidelio trieb sich gern draußen herum. Fidelio liebte das Katz-und-Maus-Spiel, so hielt er mir die kleinen Biester vom Leib. Während des Projekts habe ich immer nur Cornflakes gegessen. Habe ich hier Kohle drin, aber damit kann ich ja gerade nichts machen, oder? Bemühe dich nicht, Just. Da kommt keiner von uns durch. Der Arm rührt sich nicht von der Stelle. Wo ist denn die letzte? Der Arm rührt sich nicht von der Stelle. Da. Och, mir ist ganz wirr im Kopf. Was soll ich machen hier? Ich hoffe, ich mache das in die richtige Reihenfolge. Mein Aerophon. Unterhaltsam und... Natürlich habe ich das in die falsche gemacht. Ganz wirr im Kopf. Thank you.
So. Stumm wie Brot. Hey, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Stumm wie Brot. Irgendwie ein Streichholz oder so. Alte Cornflakes durchwühlen. Na toll. Hm. Naja, in der Not. Findet das Huhn mehr als ein Korn. Wieso kann ich dieses Blaseding hier nicht nehmen? Der Karton war besonders schwer. Außerdem Hexe? Kessel? Hallo? Den muss ich jetzt wahrscheinlich mit Wasser füllen. Bemühe dich nicht, Just. Da kommt. Das braucht noch seine Zeit. Warum kann ich den nicht anmachen? Das braucht noch seine Zeit. Läuft hier Musik? Wie viel passt in diesen Behälter rein? Und warum kann ich dem diese Folie hier nicht ausziehen? Kann es sein, dass ich das Ding gar nicht auffüllen kann? Der Arm muss nach oben.
mein Aerophon. Unterhaltsam? Ich kann das Aerophon nicht mehr sehen. Wenn ich die Hütte aufgebe, zerlege ich die Pfeifen in ihre Einzelteile, bevor sich noch Dummköpfe Zugang zur Klippe verschaffen. Mein Hexenkessel. Er ist in einem stabilen Karton geliefert worden. Ich habe ihn der Ordnung halber deponiert und gekennzeichnet. Keine Ahnung, ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao.